Schön, dass alles geklappt hat, Commander. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden Samara gegen eine verrückte Seelensaugerin mit Todesfetisch tauschen. Geschmeidig und sexy und... vergessen Sie's. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das war es, bis das Ding jede meiner Bewegungen hinterfragt hat. Es lässt absolut nichts durch. Sie haben absichtlich Wartungsberichte manipuliert, Mr. Moreau. Nicht manipuliert, geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf, dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Edie ist zu Recht beunruhigt, Joker. Unterlassen Sie das. Was? Ach, kommen Sie. Keine Manipulationen mehr, verstanden? Wozu ist man auf dem Schiff eines Konzerns, wenn man die Ergebnisse nicht ein wenig frisieren darf? Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ach, Joker, du bist ein übelster Typ. Okay, ich wollte mal wieder bei den beiden Punden vorbeischauen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das versäume ich irgendwie immer, weil sie halt an einem ganz anderen Ende des Schiffes sind. Aber man sollte sie nicht vernachlässigen, die beiden. So, dann machen wir uns mal auf. Und schauen mal, was uns als nächstes erwartet. Omega lassen wir hinter uns. Und ich gehe mal ganz kurz hier noch meine Sonden wieder auffüllen. Noch mehr? So. Und dann machen wir mal einen Sprung durchs Massenportal. Okay, wir könnten natürlich hier Ilium, da könnten wir das Shadow Broker-Dingens weitermachen. Will ich aber gerade noch gar nicht. Auf der Citadel haben wir auch zwei Sachen zu erledigen. Genauso unten auf Tuchanka. Und der Rest, Jacob helfen, Jack helfen. Mehr sind ja gar nicht mehr in der Ecke. Okay, ich glaube, wir gehen nach Tuchanka. Hatte ich ja sowieso vor eigentlich. Dann machen wir das auch. Gut, da sind wir in der kroganischen Zone angekommen und hier ist die Heimatwelt der Kroganer, Tuchanka. Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Atmung erschwerende Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Auf Tuchanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders, da gab es unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak, ein Wort des Rike-Clans, das Auge des Zorns bedeutet, Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern, ihre Wurzeln entsprangen seichten und schlammigen Meeren. Doch dann wurde in einer evolutionären Hexenjagd Leben von Leben vernichtet. Die Kroganer entdeckten die Atomspaltung und schon bald darauf ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Eine kleine Eiszeit mit nuklearem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kroganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlungsvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde am Lagrange-Punkt L1 eine gewaltige Plane angebracht. Sie wird von der Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung, RMDE, instand gehalten, die auf Kampfstationen im Orbit stationiert ist. Hinweis der RMDE, Besucher auf Tuchanka oder von Tuchanka landen auf eigenes Risiko. Die RMDE unternimmt keine Rettungsmissionen für Bürger, die in kriegerische Clan-Auseinandersetzungen geraten. Das Lesen ist schwer. Hinweis für Reisende, die Ökologie auf Tuchanka ist tödlich. Nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten, selbst die verbliebene Vegetation frisst Fleisch. Von Vorstößen jenseits der bewachten Gebiete wird dringend abgeraten. Leben immer noch 2,1 Milliarden auf dem Planeten, erstaunlicherweise. Die Hauptstadt ist derzeit Ödnot, weil der Ödnot-Clan derzeit am wichtigsten ist. Werden wir gleich noch sehen. Und es zeigt natürlich schon, wie unvernünftig die Kroganer eigentlich sind. Sie sind halt eine Rasse, die sich nur über Krieg definieren kann. Und wenn die dann noch die Atomenergie für sich entdecken oder Atomwaffen, dann wird es natürlich äußerst kritisch und deswegen sieht der Planet so aus, wie er jetzt ist. Schade, aber ist so. Und dann landen wir mal dort und ich freue mich auf ein großes Wiedersehen, das wir gleich haben werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, ich fand auch gerade den Satz unten schön. Es gibt keine galaktische Partnervermittlung. Wer eine seriöse Romanze haben will, der muss schon mit den Leuten reden oder irgendwie sowas stand da. Okay, bei Samara können wir jetzt auch ein anders gefärbtes Outfit anlegen. Können wir eigentlich mal machen. Wir nehmen Mordin und Grunt mit, weil das die beiden sind, mit denen wir hier noch Aufträge machen müssen. Und dann wollen wir auch genau die beiden mit einsacken, finde ich, wenn die hier Interesse zeigen an diesem Planeten. Gut, wir gehen mal auf die Biotikmeisterschaft und geben den anderen Punkt dann noch auf Ziehen aus. Bastion, alle ihre Kräfte halten länger und brauchen weniger Aufladezeit.
Vorbild und abtrünnigen Punkte erhöhen sich. Nemesis. Ihre biotischen Kräfte verursachen mehr Schaden und benötigen weniger Aufladezeit. Ich glaube, ich gehe auf die Nemesis. Da Aufladezeit bei beiden runtergeht, ja. Ich glaube schon. Wobei hier natürlich Vorbild abtrünniger niedriger ist. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Gesundheit ist ja auch niedriger. Schaden der Kräfte plus 15%. Okay. Ich gehe trotzdem auf die Nemesis. Machen wir das mal. Und bei Ziehen geben wir auch noch einen drauf. Damit haben wir das jetzt auch mal. Da wir schon so weit sind und noch einiges an Aufträgen vor uns haben, in denen wir Vorbildpunkte sammeln können, denke ich, wird das schon passen, wenn wir das so machen. Oh, Grunt ist ja noch gar nicht irgendwie versorgt. Okay. Geben wir mal ein bisschen was auf den Betäubungsschuss. Auch auf die Brandmuni. Ich sehe gerade, der hat ja dieselbe Ausstattung wie Mordin auch. Und den kroganischen Berserker machen wir direkt voll. Kroganisches Reinblut. Grunts Meisterschaft seines Blutrauschs erhöht seine ohnehin fantastische Regenerationsrate noch weiter. Er kann dadurch Verletzungen überleben, an denen andere Kroganer sterben würden. Plus 50% Gesundheit, Gesundheitsregeneration 55 Punkte pro Sekunde. Waffenschaden geht auch ein bisschen hoch. Kroganischer Warlord. Grunt kann zum Berserker werden, ohne an Konzentration zu verlieren, was seinen Waffenschaden erhöht. Waffenschaden plus 25%, Gesundheitsregeneration nur 40 Punkte pro Sekunde und die Gesundheit plus 50%. Ich glaube, ich gehe auf das Reinblut. Damit ist er nämlich was Besonderes. Warlords gibt es zuhauf, das ist uninteressant. So, und bei Mordin gehen wir mal... mache ich jetzt die Wissenschaftler oder die Verbrennung? Ich gehe mal auf die Verbrennung, ausnahmsweise. Wissenschaftler können wir später noch machen. Verbesserte Verbrennung. Dieses fortgeschrittene Plasmaprojektil schmilzt oder verbrennt nahezu alles, worauf es trifft. Okay, Schaden 210 Punkte über 3 Sekunden. Hier sind es nur 170. Der Wirkungsbereich dieses Plasmaprojektils ist größer, sodass sie mehrere Ziele in Brand stecken können. Ich nehme die Verbrennungswelle. Okay, die 2 Punkte kann ich nicht mehr ausgeben. Die behalten wir uns also. Bei Shepard selbst. Ach, hatte ich ja schon gemacht. Stimmt ja. So, dann checke ich nochmal kurz die Waffen. Sieht in Ordnung aus. Sieht in Ordnung aus. Ich selbst habe mir übrigens auch mal die Metrockets eingesackt und nicht mehr das Kollektoren-Sturmgewehr. Weil ich mal eine schwere Waffe auch mit dabei haben will. Also wir haben natürlich die schwere Pistole, aber mit der Metrock ist es dann vielleicht doch ein bisschen geiler. Damit auf nach T'Chaka. In die zerstörten Trümmer einer toten Welt. Suchen, sind sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert. Stehen bleiben, Alien. Sind Sie Shepard von der Normandy? Quatsch doch nicht dazwischen. Ich wollte ihn noch ausreden lassen. Sie schon wieder. Ich sagte doch, das Bloodpack nimmt nur Kroganer. Sie können ihre zarte Haut woanders anpreisen. Ist er nicht sympathisch? Ich dachte, auf T'Chaka wäre ich diese geschwätzigen Aliens endlich los. Das war offensichtlich ein Fehler. Wenn Sie Arbeit suchen, okay, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert nur Kroganer. Gut, reden wir mal mit dem Obercaptain. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, als wir den Auftrag bekommen haben von Grunt, rauszufinden, was mit ihm los ist. Er ist ja in einem seltsamen Zornesrausch und will alles töten, was ihm in die Quere kommt. Und er denkt ja, dass es eigentlich irgendwas mit seiner seltsamen Herkunft zu tun hat, dass er ein Tankgebot ist. Aber tatsächlich ist es viel banaler und er hat ja auch schon gesagt, der Obercaptain, mit ihm ist alles in Ordnung. Das ist vollkommen kroganisch und wir werden gleich sehen, was für eine vollkommen banale Sache das ist, die ihn da beschäftigt. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer und halten Sie okay, das kennen wir schon. An der kurzen Lassen Sie mich einfach durch. Ich habe einiges zu erledigen. Die sind so wahnsinnig leichtfüßig, die Kroganer. Es ist ein Traum. Gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Verdammt richtig. Ihr
Schälen in die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib den Pajaks zum Fraß vor. Pogana sind schon eine lustige Spezies. Ich weiß auch nicht. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnut-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Gut, also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Gut, da wollen wir sowieso hin und das gibt ein schönes Wiedersehen. Dort vorn ist der Clanführer. Oh, warte mal, wo haben wir noch... Wo war das jetzt gerade? Hier, T'Chaka mit Grunt reden, das wollen wir erstmal machen kurz. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogana sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Gut, ja, warum sieht das so aus? Weil alle so sind wie du, mein Freund. Weil alle so sind wie du und den Kampf suchen. Okay, dann schauen wir mal, wer hier der Clanführer ist. Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnut-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Rex. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Endlich ein Wiedersehen. Ich dachte... Shepard! Mein Freund! Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Mich freut es irgendwie, Rex wiederzutreffen, weil der doch ein ziemlich cooler Typ ist, eine ziemlich coole Type und es ist irgendwie schön, ihn wieder mit dir dabei zu haben. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnut erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Krogana. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnut zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Kroganische Konfliktbewältigung. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Krogana vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Für Krogana-Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum.
Ich hoffe, für ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber sie sind eine Ausnahme. Klingt, als hätten sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales... Ich hoffe, für ihr Volk... Wir erlauben nur selten Aliens, das Geschäfte selber vorher, Verzeihung? Okay, jetzt. Alles Idiotie. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Ödnot ist der führende Clan. Ist damit nicht auch ihre Kultur die wichtigste? Im Moment schon. Aber jeder Clan hat seine besonderen Vorteile. Ödnot hat die besten Taktiker. Jorgel die längste Ahnenreihe. Gettertop die älteste Ansiedlung. Andere haben andere Stärken. Wenn wir weitermachen wie bisher, enden die Clans als Krater im nuklearen Dunst. Sogar Ödnot. Wir müssen neu über alles nachdenken. Neu beginnen. Okay, haben wir mal ein bisschen was über die Probleme hier auf Tuchanka erfahren und wie Rex sie angegangen ist. Ich hoffe, für ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Das hatten wir auch schon. Aber wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte okay. auf Tuchanka zu machen. Aber dann sie kümmern sind wir uns Ausnahme. Mal um Grunt, würde ich sagen. Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiagal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Sehr freundlich. Ich glaube, das zählt als Kompliment bei den Kroganern. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grunt? Möchten Sie zu den Ödnot gehören? Das hat er zu entscheiden. Aber wir hören, es ist nichts anderes als die Pubertät, die ihn heimsucht. Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Ödnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Ödnot-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Also ich finde auch Rex hat durchaus eine Entwicklung zum Erwachsenwerden hin hier durchgemacht. Er kommt doch ein ganzes Stück bestimmter rüber als noch im ersten Teil. Vor allen Dingen, als wir da bei Sarens Anlage auf Würmeier waren. Da hat er ja arg mit sich gehadert und überlegt, ob das überhaupt richtig ist, was er da tut. Und wenn wir denn hier hören, dass Clanlose und vor allem Tankzüchtungen eigentlich keine Daseinsberechtigung haben, dann frage ich mich, warum er dort so unglaublich darauf bestanden hat, dass das eingehalten wird. Gut, natürlich, die Genophage hätte geheilt werden können, aber gut, er hat es ja dann auch selbst erkannt, zu einem hohen Preis nur. Okay, überlassen wir die Entscheidung Grunt. Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman.
Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? So, dann haben wir eigentlich soweit alles besprochen. Kommen Sie mit uns? Nein, ich glaube nicht, denn, naja, Rex hat nun mal jetzt andere Prioritäten. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Danke, Rex. Es ist schön, dich wieder getroffen zu haben, muss ich sagen. Ist auch ein total stylischer Thron, den er hier hat, aus Trümmern gebaut. Aber es passt ja auch irgendwie. Ist ja so ein bisschen symbolisch, ne? Für den ganzen Hast Zustand diesen, des Planeten. Hast du diesen Extranet gesehen? Dieser Müll sülzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Es war ein Sondervideo über die Citadel. Das ist, ja, kroganische Denkweise. Finde ich sehr schön. Reiß dich in Stücke! Du hast noch nicht mal den Mummes zu versuchen. Kroganer sind super. Aber zumindest Nachrichten haben sie hier. Immerhin, wenn schon alles andere total provisorisch und verranzt aussieht, zumindest ein vernünftiges Nachrichtenterminal. Eine unabhängige Untersuchung beschäftigt sich derzeit mit einer Gruppierung namens Cerberus anlässlich von Anschuldigungen eines gewissen Corporal Tombs und der Zeugenaussage eines angeblichen Cerberus-Wissenschaftlers. Ich habe genug. Ach Mann, dir. Ihr blöden Kroganer. Das dann war ein Hinweis auf etwas, das wir im ersten Teil gemacht haben. Corporal Tombs war der Typ, den wir, der die Wissenschaftler töten wollte, den wir davon abgebracht haben, die zu töten. Der zusammen mit Shepard auf Akuse überlebt hat, sozusagen. Gut, wir schauen uns mal kurz hier drüben bei nicht den Botschafter. Den Botschafter bedrängen. Das habe ich noch selbst zu entscheiden, ja? Zurück, Mensch. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. Glauben Sie nicht, dass Sie meine Zeit stehlen können, nur weil Sie diesen Kroganer-Frischling dabei haben. Gehen Sie jetzt, bevor meine Wachen Sie entfernen. Sie scheinen mir ein weitgereister Kroganer zu sein, Botschafter. So ist es. Dann müssen Sie auch wissen, wer ich bin. Und Ihnen muss klar sein, dass jeden Unheil erwartet, der sich gegen mich stellt. Zurück, Männer. Ich bin der Botschafter des Nagmor-Clans bei den Erdnot. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Wenn Nagmor ein kleiner Clan ist, wie halten Sie dann die mächtigeren Clans davon ab, sie zu vernichten? Wir sind der Clan des großen Warlords Nagmor Krall, der sich gegen mehrere Einheiten Turianer gestellt und dabei den Sieg davongetragen hat. Die meisten Clans bringen uns den Respekt entgegen, den sich unser Vorfahre verdient hat. Was hat der Nagmor-Clan mit den Erdnut zu tun? Clanführer Rex hat mich angefordert. Er und der Nagmor-Clan stehen seit längerem in Verhandlungen für ein dauerhafteres Bündnis. Mit unserer Hilfe könnte Erdnut andere unter seinem Banner versammeln und Tuchanka wahrhaft einen. Das gäbe uns die Möglichkeit, größere Schlachten mit besseren Plündermöglichkeiten zu schlagen. Ich dachte, alle Kroganer wollen Krieger werden. Warum wird ein Kroganer Botschafter? Ha! Sie wissen weniger, als Sie glauben, Mensch. Ein kroganischer Diplomat muss die Stärke seiner Leute repräsentieren, sonst gilt sein Clan schon bald als vogelfrei. Ich habe mich an die Spitze meines Clans gemetzelt, Mensch. Ich spreche mit der Autorität eines Kriegers. Ich muss gehen. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. So, wieder was ein bisschen gelernt. Ein Diplomat der Kroganer ist kein wirklicher Diplomat, sondern ist selbst auch ein Krieger. Was halt mit der kroganischen Art der Diplomatie zu tun hat, das wollte ich sagen. Vorsicht, Mensch! Reden wir erstmal mit dem hier hinten. Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Frauenclans muss Aliens nicht zuhören. Auch interessant. Ein Abgesandter der Frauenclans, davon haben wir bisher auch noch nichts gehört. Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche der Frauen. Eine wichtige Aufgabe. Finde ich auch interessant, dass die von einem Mann vertreten werden. Mir ist egal, wer sie sind. Die Clans der Frauen empfangen keinen Besuch. Niemals. Haben wir bisher auch noch nie gesehen, eine weibliche Kroganerin. Wir haben immer bloß Männer überall rumrennen sehen und es wird auch, glaube ich, bis zum dritten Teil noch dauern, bis wir zum ersten Mal eine kroganische Frau sehen. Für die Frauen zu sprechen ist eine Ehre, auch wenn dadurch mein Initiationsritus verzögert wird. Wenn sie etwas anderes behaupten, bringe ich sie um.
Ah, okay. Also wahrscheinlich werden nur Leute, die noch nicht den Initiationsritus und damit noch nicht die Pubertät vollständig abgeschlossen haben, dafür gewählt. Weil sie wahrscheinlich sich dann nicht wie die brünftigen Elche auf die Frauen stürzen. Könnte ich mir so vorstellen vielleicht. Na gut, reden wir mal mit dem Schamanen, denn wir müssen ja Grunts Initiation langsam mal einleiern. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Ördnots gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht, hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ördnot Rax hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Davon haben wir schon mal auf Omega gehört, vor einiger Zeit schon, das war ja ganz am Anfang noch. Und zwar hat der Patriarch uns auch als seinen Krant bezeichnet. Hier erfahren wir jetzt mal, was es damit eigentlich so wirklich auf sich hat. Es ist also ein richtiger Schildbruder, der so eng mit einem befreundet ist, dass er wirklich im Namen des anderen kämpfen und töten kann und wird. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein, aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinem Clan schwächen. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Das musste mal sein. Sie wagen es? Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Klar doch. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt ihr Problem. Das musste mal sein, auch wenn es eine böse Tat ist, aber den gönne ich mir einfach den Spaß, an der Stelle einfach mal ein bisschen kroganisch zu handeln und ihm eine Kopfnuss zu geben. Zum Glück haben wir einen Helm auf der Rübe, nicht wahr? Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig!